So, dann suchen wir mal den Ebenenwanderer. Er sieht zwar aus wie jemand, der viel rumkommt, aber nicht unbedingt wie jemand, der gerne reden möchte. Was ist mit dir? Erledigt. Du siehst einen gepflegten, muskulösen Mann, der mondäner gekleidet ist als die meisten anderer Leute, die dir in dieser Stadt bisher begegnet sind. Seine Haltung zeugt von hochnäsiger Arroganz. Mit seinem vornehmen Getue passt er überhaupt nicht ins Bild. Was wollt ihr? Fragt er. Wer bist du? Ich bin Alais, ein angesehener Krieger. Ihr habt sicher schon von mir gehört, nicht wahr? Nö. Ist es möglich, dass niemand in dieser Stadt je von mir und meinen Heldentaten gehört hat? Nun gut. Jetzt muss ich meine Tapferkeit erneut beweisen. Und ich dachte, mein Ruhm sei mindestens bis hierher durchgedrungen. Also, er ist zwar muskulös gebaut, aber wie ein Krieger sieht er nun wirklich nicht aus. Wir sehen aus wie ein Krieger, so vernarbt wie wir sind, aber er? Na gut, haken wir mal nach. Woher kommst du denn? Ich komme aus der Stadt Eiburn, Aliburn, am Flusse Tyne. Sicher hast du von ihrer Herrlichkeit und Wundern gehört? Macht nichts, macht nichts. Dieser Ort ist unwissend und unbedarft, wenn es um den Glanz wahrer Städte geht. Eigentlich sind wir das Zentrum des Multiversums hier in Sigil, aber na gut, deine Stadt wird auch recht toll sein. Mir wurde gesagt, dass mein Land von den Bewohnern dieser Stadt eine Materie genannt wird. Auch wenn ich nicht ganz verstehe, wie das gemeint ist. Okay, also er ist noch ein Sterblicher? Wie bist du hierher gekommen? Ich jagte gerade meinen Erzfeind, dem schurkischen Elfling Tyr-Tanelel, hinterher. Er hält inne, um sich davon zu überzeugen, dass du zuhörst, dann fährt er fort. Mit einer seiner dämonischen Zauberformeln schaffte er es, sich ein Portal zu öffnen, durch das er entwischte. Ich wollte mich hinterher stürzen und landete hier. Jetzt begreife ich, du bist einer der Planlosen. Er läuft rot an und umklammert verkrampft den Griff seines Schwertes. Ein Planloser? Ihr wollt mich wohl beleidigen, mein Herr. Ich verabschiede mich und hoffe, dass unsere Wege sich nie mehr kreuzen. Noch immer rot vor Zorn und gekränktem Stolz wendet er sich von dir ab. Also ja, wir haben ihn einen Planlosen genannt, weil er sich halt noch nicht auskennt im Multiversum. Er denkt halt, seine Ebene, wo er herkommt, die materielle Ebene, sei das Einzige, was es gibt. Und ja, dem ist halt offenbar nicht so. Ich wollte dir bloß ein paar Fragen stellen. Er seufzt laut und schaut dich verächtlich an. Na los, Narbengesicht, dann frag schon. Ah, mach's kurz. Was könnten wir so einen Planlosen denn noch fragen? Wir könnten ihn nochmal fragen, wer er denn ist, aber dann wäre er wohl völlig eingeschnappt. Über die Gästetaverne haben wir schon mit den anderen Gästen recht viel gesprochen und allzu viele gibt's da auch nicht mehr. Wir können ja mal gucken, wie seine Sicht der Dinge ist. Also, was kannst du mir über diesen Ort erzählen? Dies ist eine Taverne, in der man sich fast zu Hause fühlen könnte. Wären da nicht die Scheusale in der Ecke und diese unendlich vielen seltsamen Dinge, die mir ins Auge springen? Doch wenigstens hat dieser Ort etwas Menschliches und dafür bin ich dankbar. Okay, wir können jetzt ja nochmal leicht andeuten, dass er ein Planloser ist. Wir sagen es nur nicht so direkt. Du bist ein Materia, stimmt's? Wenn du damit meinst, dass ich aus der wahren Welt komme, dann muss ich wohl ein Materia sein. Ich genieße dort als Krieger einiges Ansehen. Obwohl ich mich in diesem neuen Land noch nicht so gut auskenne, würde ich mich keineswegs als planlos bezeichnen, obgleich einige dieser hiesigen Schurken das bereits getan haben. Wirklich? Nein? In Ordnung. Hören wir einfach mit dem gegenseitigen Beleidigen auf, okay? Quitt? Erst wenn ihr euch entschuldigt habt. Es scheint, als wäre er auf Ärger aus. Oder muss ich euch noch mehr provozieren? Na gut, der Klügere gibt nach und wir sind offensichtlich wesentlich klüger als er. Also gut, ich entschuldige mich. Dann ist es mir eine Ehre, eure Entschuldigung anzunehmen. Dann möchte ich mich ebenfalls entschuldigen. Lassen wir die Sache auf sich beruhen. Wie du meinst, könntest du mir noch ein paar Fragen beantworten?
Also er hat eigentlich nicht mehr wirklich viel zu erzählen, fragen wir ihn abschließend nochmal über die Gäste der Taverne, obwohl wir die meisten ja schon kennen. Ich habe nur einen älteren Mann namens Ebb Knarkni kennengelernt, der mir die Stadt und die Ebenen erklärt hat. Der Zauber meines Feindes muss uns ans andere Ende der Welt katapultiert haben, denn ich weiß von keinen tiefen Ebenen, die in der Nähe meiner Heimat liegen könnten. Oh weia, wir könnten jetzt versuchen, ihm zu erklären, was die Ebenen sind. Ja, okay. Schaden kann's nicht. Nein, nicht solche Ebenen. Die Ebenen sind Ebenen der Vorstellungskraft, des Denkens und des Glaubens. Also keine tiefen Ebene, sondern andere Dimensionen. Ein Ausdruck der Verwirrung huscht über sein Gesicht. Ich verstehe. So langsam wird mir klar, was der alte Mann sagen wollte. Entschuldigt. Ich muss nachdenken. Auf bald. Also er scheint ja wirklich begriffen zu haben, dass er jetzt plötzlich in einer Dimension ist und nicht am anderen Ende der Welt. Das muss ein ganz schöner Schock für ihn sein. Lassen wir ihn mal in Ruhe. Eigentlich wollten wir ja eh mit jemand anderem reden. Hier ist noch jemand halb versteckt. Vielleicht ist das ja der Ebenenwanderer. Du siehst einen gutmütig aussehenden Mann mit sanften, in der Ferne schweifenden Augen. Seine Kleider sind aus geschmeidigem Leder und er hat verschiedene Geräte und andere Dinge bei sich, wie Seile, Nägel, Zunderbüchsen und leere Luftfiolen. Er wirkt irgendwie abwesend. Seine Existenz hat etwas Körperloses, als hätte er an Substanz verloren. Doch als er dich anschaut, ist sein Blick fest und entschlossen. Sei gegrüßt, Suchender. Sei gegrüßt? Vorsichtig stellt er seinen Becher ab und schenkt dir seine gesamte Aufmerksamkeit. Ich kenne die entferntesten Stellen des Multiversums und bin zurückgekehrt, um davon zu erzählen. Ich bin über die Körper toter Götter gewandelt und habe mich auf der Astralebene über Mondstrahlen vor tausenden schreiender Gisyanki-Ritter gerettet. Ich habe den Rand der Existenz überschritten und musste zusehen, wie meine Substanz dahinschwand. Was kann ich für dich tun? Das ist eine sehr imposante Einleitung, wenn sie denn wahr ist. Ich hätte da ein paar Fragen an dich, auch wenn ein paar Fragen eine Unterstellung ist. Weil wenn er wirklich überall im Multiversum war, dürfte er ziemlich viel wissen. Vielleicht kann ich dir einige Antworten geben. Schieß los. Fangen wir an mit, wer bist du? Ich bin Kanrian Griesgram, Reisender, Träumer, Geschichtenerzähler und so weiter. Du bist ein Reisender? Erzähl mir was über die Ebenen. Ich bin müde, Suchender, so müde. Ich komme gerade aus dem Nichts. Ich werde dir antworten, so gut ich kann. Allerdings kann ich nicht versprechen, dass dich meine Antworten zufriedenstellen werden. Was möchtest du wissen? Etwas über die äußeren Ebenen, die materielle Ebene oder die inneren Ebenen? Wo liegt der Unterschied? Der Unterschied liegt in der Substanz, Suchender. Die inneren Ebenen bestehen aus Materie, physikalischer Substanz. Wir sind die Bausteine des Multiversums, denn aus ihnen entspringt der Glaube an die Elemente. Die inneren Ebenen sind verbunden mit der ätherischen Ebene, der Ebene des Potenziellen, wie viele sie nennen, wo die Elemente in die Welten der Sterblichen verwandelt werden. Hat man die ätherische Ebene einmal passiert, kommt man zur materiellen Ebene, wo alle Arten von Sterblichen, Monstern, Mythen und Maschinen vorkommen. Dort entsteht der Glaube und von dort kommen auch die Geister, die die äußeren Ebenen gestalten. Wenn ein Sterblicher stirbt, passiert er die Astralebene, ein Nichtort, der aus Gedanken und materieller Energie, mentaler Energie besteht. Sie ist in allen Dingen und auch wieder in keinem enthalten. Sie ist unter anderem paradox und schleust Geister in den großen Ring. Soweit alles klar? Es ist zwar ziemlich kompliziert, aber eigentlich geht es darum, dass es halt diesen Kern gibt aus den Ebenen, wo die Elemente sind. Dann gibt es eine Zwischenebene, dann die materielle Ebene, wo zu sagen, wir sind. Und wenn wir sterben, gehen wir halt weiter raus in die Ebenen. Und unser Glaube, während wir noch leben, füttert die äußeren Ebenen. Also die Wesenheiten, die da sind. Und je nachdem, an was wir geglaubt haben, in der materiellen Ebene, landen wir dann an anderen Orten, nachdem wir gestorben sind. Aber das seht ihr bestimmt gleich auch noch. Ja, erzähl weiter.
Nun, die äußeren Ebenen. Wo soll ich anfangen? Kennst du die Grundregeln der Ebenen, auf denen alle anderen aufbauen? Kennst du die Zusammensetzung der äußeren Ebenen? Kennst du den großen Ring und seine Abteilung in unserem Herzen? Kennst du die einzelnen Ebenen? Jeder von dieser führt zur nächsten. Am besten, man fängt bei der ersten an. Okay, fangen wir bei der ersten an. Erzähl mir was über den Aufbau der Ebenen. Die äußeren Ebenen wurden aus und durch Glauben, Gedanken und Vertrauen geschaffen. Sie erhalten ihre vorgestellte Form von der materiellen Ebene und nehmen die unglaublichsten Formen an, allein durch die Anhäufung von Glauben erschaffen. Der Glaube erschafft die Ebenen. Der Glaube ist hier die Macht. Ändere den Glauben und du änderst das Wesen der Realität. Die Wesen, die hier geboren werden, die auf den Ebenen geborenen, wie beispielsweise die Scheusale und die Himmelskreaturen, sind wahrhaftig aus den Gedanken und Vorstellungen der Sterblichen geboren. Sie stehen alle für eine Art von Ideal, und je mächtiger das Ideal ist, desto mächtiger ist auch das Wesen. Daher ist das Wesen, das für die Liebe steht, das mächtigste von allen. Eine gewagte These, aber gut, erzähl weiter. Deshalb leben die Mächte, die Götter, wie manche sie nennen, hier draußen. Hierher kommt jeglicher Glaube an sie, hier sind sie am reinsten und am stärksten. Ihre Reiche und Erweiterung ihres eigenen Wesens, Manifestation ihrer göttlichen Essenz und das alles durch Glauben geformt. Die Ebenen sind also auf Glauben aufgebaut? Erzähl mir jetzt was über den großen Ring. In der losen Einheit der Ebenenreisenden sehen wir die unendlichen äußeren Ebenen als einen Ring, der die Ebene der äußersten Neutralität umgibt. Die Außenländer. Die Säule, auf dessen Spitze Siegel steht, befindet sich im Zentrum der Ebenen. Im Zentrum der Außenländer. Je weiter man sich von der Säule entfernt, desto weniger neutral wird die Ebene, bis sie in die benachbarten Ebenen übergeht. Jede dieser Ebenen drückt gegen die Außenländer und dreht sich in Gesetz und Chaos, in Gut und Böse. Die große Straße bildet die Grenzlinie zwischen den Außenländern und den Städten der Portale, die um die Portale zu diesen Ebenen herum aus dem Boden schießen. Hinter den Torstädten liegen die Hinterlande, unerforschtes Gebiet, das für die Geschichte verloren ist und in dem Gedanken verloren gehen. Die Gefahr liegt in den Hinterländern. Erzähl weiter. Die äußersten Ebenen unterscheiden sich in ihrer Moral, nicht aber in ihrer Substanz. Für dich unterteile ich die Ebenen in drei Gruppen. Die oberen Ebenen des Guten, die unteren Ebenen des Bösen und die Grenzebene der Neutralität. Diese Gruppen unterteilen sich wiederum nach Gesetz und Chaos. Mit den Außenländern in der Mitte, welche diese Ebene interessiert dich? Fangen wir mal bei den guten Ebenen an. Die oberen Ebenen teilen sich in die neutrale Ebene, die rechtschaffene Ebene und die chaotische Ebene. Über welche möchtest du etwas wissen? Die neutralen Ebenen. Die neutralen oberen Ebenen enthalten das Land der Tiere, ein Ort der Neutralität und des Guten, mit einem leichten Hauch von Chaos, wo die Tiere in den ewigen Mittags- und Nachtstunden herrschen. Sie enthalten Bytopia, das Zwillingsparadies der Geschäftigkeit und Arbeit, wo alle für das Allgemeinwohl arbeiten. Und Elysium, das ist die süßeste Ebene der Güte und Ruhe, die ich jemals gesehen habe. Schade, im Moment geht es mir nicht gut genug, um ihre erholsame Wirkung zu genießen. Okay, jetzt nehmen wir mal die obere rechtschaffene Ebene. Kandrian erschaudert leicht. Ich bin nicht gerade der Richtige, um dir etwas über die Ebenen des Gesetzes zu erzählen, sagt er. Denn die innere Struktur und die endgültigen Muster, die sie einem auferlegen, ängstigen mich. Ich halte mich von ihnen fern, weil mir meine Individualität mehr wert ist als das Wissen, das sie mir bringen könnte. Sie umfasst das reglementierte Arkadien, die gute Ebene, die der unbeugsamen Ordnung von Mechanus am nächsten steht. Sowie den Berg Celesta, die Heimat der Archonen, eine Insel im Silbermeer.
Also hier ist gut auch nicht unbedingt wirklich gut. Das ist halt das Gesetz. Daran muss man sich handeln. Individualität wird da nicht sehr hoch geschätzt, wie er uns sagt. Dann haben wir noch die chaotischen guten Ebenen. In diesen Ebenen fühle ich mich zu Hause. Wenn ich mich auch meistens von Isgard fernhalte, die endlosen Schlachten und Mutproben zwischen den treibenden Erdbergen der Ebene sind nichts für meinen Geschmack. Aber Arborea, er seufzt, die Berge sind höher, die Luft ist reiner, die Flüsse sind sauberer und das Wild ist größer als irgendwo sonst im Multiversum. Es ist ein wahres Paradies. Ein Ort, in dem die Leidenschaften sich erhitzen und der Wein endlos fließt. Wenn ich meinen Verstand und mich selbst genügend wiederhergestellt habe, wenn wir mit den äußersten Ebenen fertig sind, solltest du mich mal nach den inneren fragen. Und dann beschreibe ich dir meine Reisen. Dann kehre ich in die Lauben und Täler von Arborea zurück und verliere mich für eine Weile. Hat er sich da gerade selber unterbrochen? Na gut, damit wären wir jetzt mit den oberen Ebenen durch. Das soll auch erstmal ganz kurz reichen, denn er hat wirklich sehr viele Informationen für uns. Das sollten wir in Stücken genießen, denke ich mal. Daher speichern wir erstmal ab. Und LP 18.